nicht, Herr Sander wird vielleicht noch mehr dazu sagen können, was für Abstände man vielleicht denkt. Wir werden selbstverständlich alle Menschen auf Dauer boostern müssen, um ihnen einen guten Schutz zu geben. Es sei denn, sie wollen sich infizieren, infizieren sich und holen sich darüber einen Immunschutz. Aber das halten wir für die schlechtere Option, ganz klar.